Ich habe mir gerade das Fett weggeholt, das seht ihr in einem anderen Video. Deswegen mache ich mir jetzt ganz viel Gedanken über die Sicherheit und ich habe hier was gefunden, MobileSelf, und möchte mich hier einfach mal beraten lassen. Wenn ihr Lust auf dieses Video habt, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Es ist wieder ein Caravan-Spezial. Es kommt hier ein Ding nach dem anderen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe schon das Gefühl, ich nerve euch mit meinen ganzen Videos. Ich habe ein Video schon gedreht zur Alarmanlage und da wurde mir ordentlich der Kopf gewaschen. Da hieß es, Markus, mach dir auch Gedanken über ein Safe. Und dann bin ich mal über die Messe gelaufen und habe hier einen gefunden, MobileSelf. Und neben mir steht der Roger und ich würde sagen, du stellst dich einfach mal ganz kurz vor und sagst mal, wer ihr seid. Und dann kannst du mich ja mal ein bisschen unterstützen, was für mich das Richtige wäre. Genau, ich bin Roger Seisler, bin Geschäftsführer der MobileSelf GmbH. Wir bauen Tresore für Fahrzeuge, alles, was sich bewegt, schwimmt, segelt etc. Und ja, eben halt auch für Kastenwagen, Reisemobile, Sonderanfertigung machen wir, halt alles, was gebraucht wird. Perfekt, weil wir hatten so ein bisschen dieses Thema, es gibt ja immer so Sachen wie Reisepapiere, natürlich das Geld, vielleicht sogar den Schlüssel des Wohnmobils, den Ersatzschlüssel oder auch den echten Schlüssel, wenn du irgendwelche App-Lösungen hast, um dein Fahrzeug zu ver- und entriegeln, dann macht so ein Safe absolut Sinn, gestehe ich ja auch ein. Wie wollen wir vorgehen? Willst du, ich schilder dir einfach mal, was ich fahre und ja, dann gehen wir da einfach mal so durch. Also ich fahre einen Kastenwagen und hätte gerne einen Safe. Dann ist die erste Frage, wie sieht es unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz mit Platz aus? Sind da Batterien verbaut, EBL und ja, so weiter? Genau, unter den Sitzen habe ich keinen Platz. Ja. Also das heißt aber, weil hier sehen wir, vielleicht gehen wir trotzdem kurz ein, wenn ich zum Beispiel im Beifahrersitz nicht alles voller Batterie hätte, dann wäre das hier eine gute Lösung, oder? Richtig, ganz genau. Also der kommt unter den Beifahrersitz oder Fahrersitz, je nachdem, wird verschraubt mit den Originalverschraubungen von der Sitzkonsole. Das heißt, es werden keine Löcher ins Fahrzeug gebohrt. Den gibt es in verschiedenen Größen, von, vom Tablet bis zum 17 Zoll Laptop. Passt also rein. Ja, er spricht genau meine Probleme an. Leider nicht 17 Zoll, aber darf ich hier mal aufmachen? Gerne. Die geht ganz raus, die kann man wegnehmen. Oh ja, auch gut, ja. Boah. Da kommen wir gleich mal zu so einem Thema Gewicht. Was hat denn so ein Safe? Der wiegt 12 Kilo, diese Größe. Okay, aber es ist 12 Kilo Sicherheit, ne? Aber klar, ist auch wieder ein Thema Zuladung. Oh, das ist schon massiv. Wow, schaut euch mal diesen Schlüssel an. Ich komme mir gerade vor wie so ein Banker. So, okay, verstanden. Und das bedeutet auch, ich mache den zu und danach sehe ich ihn eigentlich gar nicht mehr. Ist ja auch ein gutes Ding, ne? Richtig, also die Originalverkleidung passen alle wieder an die Sitzkonsole hinterher. Okay, perfekt. Dann mache ich das wieder auf. Entschuldigung. So. Wäre schön, ja, genau. Schlüssel lasse ich da. Was haben wir denn hier noch? Das sind einfach Sachen, die ich dann in meinem Möbelbau unterbringe, oder? Die haben also keinen definierten Einbauort. Die werden irgendwo im Schrank befestigt, verschraubt, verklebt, je nachdem, wie man im Fahrzeug zurechtkommt mit den Verschraubungsmöglichkeiten. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben, muss ich dazu sagen, für diese Untersitzkonstruktion noch eine Möglichkeit, wenn eine Batterie verbaut ist, eine Batterie, dass wir vor die Batterie noch einen Tresor setzen können. Der ist zwar nur 20 cm tief, aber passt dann trotzdem noch vor die Batterie. Und mit dieser Aussage zwingt er mich wieder mehr in diese Lithiumkiste. Ihr kennt mich ja, ich bin da so am Überlegen, aber dann könnte ich das natürlich auch lösen. Okay, verstanden. So, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Fall. Was habe ich denn da noch für eine Möglichkeit? Also ich könnte einmal das bei mir in den Möbelbau irgendwo integrieren. Das ist ein guter Punkt. Jetzt habe ich natürlich, ich hätte schon was im Kopf, aber da habe ich jetzt die Maße nicht dabei. Aber da könnte sowas hier Sinn machen, dass ich dann von oben beladen kann. Gibt es das auch nochmal in anderen Größen oder sind das hier die drei Größen, die ihr habt? Wir haben mit diesen Tür-Oben-Lösungen haben wir 6 verschiedene Maße im Programm. Auch wieder bis 17 Zoll Laptop, je nachdem, was der Doppelboden dann auch hergibt. Ein Doppelbodeneinbau geht also auch, wo dann hinterher die Abdeckung wieder drüber kommt. Oder eben halt in der Fahrer- oder Beifahrertür kann man was machen bei Originalfahrerhäusern. Diese ganzen Größen wird man wahrscheinlich bei euch auf der Webseite sehen oder wo kann ich mich informieren? Genau, wir haben eine ziemlich ausführliche Webseite mit dem neuen Katalog auch, den man sich da downloaden kann. Ist alles da mit Preislisten dabei. Perfekt, ich bin mir sicher, den kriege ich nachher und dann verlinke ich euch das natürlich hier unten. So, was haben wir denn noch für mich? Hätten wir noch eine andere Lösung für mich? Die Möglichkeit, wie gesagt, die Fahrer-Beifahrertür. Das würde ich jetzt mal eben holen. Und dann sehr gerne. Perfekt. So, jetzt haben wir mal kurz den Platz gewechselt. Also das wäre jetzt mal ein ganz großes Ding für meine Türe, richtig? Richtig, das ist der große für die Tür. Wird also befestigt mit den Originalverschraubungen, die sich in der Tür befinden, wenn man diese Kartentasche abnimmt, die da jetzt dran ist. Genau, und jetzt auf der Rückseite haben wir dann die Verschraubungseinheiten. Das einmal oben und viermal unten. Das ist also gespiegelt, das passt also auf die Fahrer- oder die Beifahrertür. Das geht auf beide Türen. Ihr kennt mich, ich bin ein bisschen unbegabt, was das Handwerkliche betrifft, aber das, glaube ich, traue ich mir zu. Das kann ich wirklich selber machen. Brauche ich nicht zum Fachhändler gehen oder wie ist das? Man braucht eigentlich nur einen vernünftigen Werkzeugkasten,
Ihr seht gerade nicht, wie er mich charmant anlächelt. Der denkt sich gerade, oh Markus, das wird trotzdem schwierig bei dir. Es sind wirklich nur 4 Schrauben. Das ist ganz einfach. Ja. Okay. Das sollte man hinbekommen. Verstanden. Also das bedeutet, die Kartentasche ist weg und dafür ist das da. Ich kann die Tür ganz normal öffnen. Ganz dumme Frage, was wiegt der? Der wiegt 7,5 Kilo. 7,5 Kilo ist auch für die Türen und Scharniere kein Problem, oder? Nein, das geht. Also außer ich lege nachher natürlich Blei rein, das sollte man wahrscheinlich trotzdem nicht machen, aber okay, 7 Kilo in der Beifahrer- oder Fahrertür. Verstanden. Die Tür geht auch zum Rausnehmen, wie das bei den anderen auch ist. Ah ja. Dann gibt es noch eine Abdeckung, die dann hinterher einfach über die Tür gelegt wird, wenn der Schlüssel abgezogen ist, dann ist er eigentlich auch schon ziemlich verschwunden, dass man ihn nicht direkt so im Auge hat. Ja, stimmt. Ja, absolut. Was ist denn dabei, wenn ich so ein Safe kaufe bei euch? Der Safe, es ist natürlich das Montagematerial jetzt in dem Fall dabei. Dann die Schrauben, die du dann ganz einfach anziehen kannst, wenn du hier guckst. Das ist ganz normale Schrauben, das sollte man hinbekommen. Das kriege ich wirklich hin. Also ja. Es werden also da keine Löcher in die Fahrzeuge gebohrt. Viele Leute meinen wirklich, sie müssten Löcher in die Tür bohren und dann muss das irgendwo gegengeschraubt werden. Es ist in der Tür alles vorhanden. Bleibt alles original. Also ich bohre keine Löcher, ich muss nur Schraube weg, neue Schraube ran. Das kriege ich wirklich hin, das traue ich mir zu, perfekt. Und es ist natürlich hoffentlich auch ein Schlüssel dabei, oder kostet der extra? 2 sind generell dabei. Aha. Wir können 4 mitliefern, das ist allerdings aufpreispflichtig. Wenn wir jetzt über die Kosten reden, können wir darüber reden? Was würde mich das kosten hier? Der kostet 299 Euro mit 2 Schlüsseln. Diese Schlüssel haben Nummern. Anhand der Nummern können wir Schlüssel nachbestellen, wenn man einer verloren gehen sollte. Mhm. Die Schlösser, die wir verbauen, sind zertifiziert, werden in Deutschland hergestellt. Das ist schon was Vernünftiges, wie du auch schon gesehen hast mit dem Doppelbad. Das sind also richtige Tresorschlösser und keine aus dem Kaugummiautomat. Das ist schon Qualität. Also das kann man jetzt natürlich schlecht vermitteln, aber man fühlt es auch. Also die Haptik zeigt einem allein schon, das ist alles massiv, das ist jetzt nicht der Sparschweinschlüssel, sagen wir mal so. Ja, cool. Was muss ich noch wissen? Gibt es noch was ich... Halt, warte mal. Ihr habt bestimmt auch noch einen, wo ich die Kartentasche nicht entfernen muss, richtig? Das ist richtig. Ja, der wird in die Kartentasche reingebaut. Das heißt, die Kartentasche wird einmal kurz demontiert und dann mit dem Tresor zusammen wieder montiert. Geht aber nur auf der Beifahrertür. Und da werde ich natürlich auch ein bisschen Platzprobleme haben wahrscheinlich. Kriege ich da einen 13 Zoll Laptop rein? Da geht also ein kleines Tablet rein bis 11 Zoll und dann ist Feierabend, weil die Größe einfach nicht mehr hergibt. Das ist irgendwo begrenzt. Ja. Klar, macht Sinn. Aber dann wäre für mich das hier wirklich die richtige Lösung. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, gibt es von deiner Seite noch was du uns unbedingt mitteilen möchtest, was wir noch wissen müssen? Ich wünsche eigentlich eine schöne Messe und kann es weitergehen, ja. Ja, cool. Ja, vielen Dank. Wünsche ich dir auch vielen Dank, dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ja. Ihr müsst wissen, die Messe hat jetzt gerade begonnen. Jetzt strömen hier die Leute rein. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Messe. Vielen Dank für deine Zeit. Und ihr wisst, wie es ist. Lasst super gerne einen Daumen da, wenn ihr sagt, danke für dieses Thema. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Alles, was ich beantworten kann, würde ich euch so schnell wie möglich beantworten. Alles, was ich nicht beantworten kann, wäre ich so frech und würde euch weiterleiten. Und dann können wir die Fragen im Nachgang für euch beantworten. Also nicht zurückschauen, einfach unten in die Kommentare. Schreibt eure Gedanken. Ich bin gespannt, was da alles von euch kommt. Und ansonsten wünsche ich euch, ihr wisst, wie es ist, egal wohin auch immer ihr reist, immer vor allem eine verdammt sichere Reise und kommt gesund und glücklich wieder. Dann sehen wir uns beim nächsten Film. Der kommt spätestens Montag 18:30 Uhr. Ich wünsche euch alles Gute, euer Markus von Fan4Van. Ciao.